Herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von ETS 2. Und ich habe mir übrigens entschieden, also ich werde jetzt tatsächlich hier die 8 Folgen aufnehmen. Und dann aber vor den nächsten 8 Folgen, ne, ich mache ich nochmal 16 Folgen. Werde ich dann aber, was ist denn draußen gerade los? Werde ich aber tatsächlich zwischen diesen 8 und den nächsten 8 Folgen, ein paar Folgen, ich weiß noch nicht wie viele, Scania Truck Driving Simulator aufnehmen. Einfach, because ich da gerade Bock drauf habe. Ich weiß ja nicht, ob ich es heute noch schaffen werde oder ob ich es dann eher morgen oder übermorgen oder überübermorgen mache. Muss ich mal gucken. Aber, ja. Warum ist es dunkel in Berlin? Ich hasse es, wenn es dunkel ist in Berlin. Halt. Der Musik. Alter, wie der LKW am Rackern ist, Alter. 40 Tonnen. Wobei es ja noch schwerer geht, ne? Es gibt ja, glaube ich, diese eine Rangierlok da, diese Diesellok. Die hat irgendwie 63 Tonnen oder so. Oder da gibt es sogar noch mehr? Weiß ich gerade. Es gibt, glaube ich, sogar noch mehr. Achso, schon. Ah, doch, hier gebe ich da auch noch. Geht. Ah, stimmt, 70 Tonnen. Ach, 61 Tonnen waren es. Okay, nicht 63. Okay, 70 Tonnen war es noch Maximum. Aber ich überlege gerade, gab es nicht noch einen anderen Silo-Auflieger, der noch schwerer war? Ach nee, der war 60 Tonnen. Okay. Eben, weil der dachte ich, der war noch schwerer, aber eben, die ist leichter. Okay, scheint also 70 Tonnen das Maximum zu sein. So eine Fracht müssen wir mal veralter. Ich meine, sollte kein Problem sein. Aber beim Anfahren dürfte das natürlich schon relativ lange dauern. Weil, naja. Ist natürlich ganz schön Momentum, was wir dann erstmal aufbauen müssen. Warum haben wir nicht so viele E-Mails? Wir haben 9 E-Mails. Digga. Was geht gerade ab? Oh, Konto. La 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 la. Ah, und neue Spezialtransporter. Also es ist durch eine neue Version wahrscheinlich. Da wir jetzt mit der 147 fahren. Für was ist der Flieger eigentlich zugelassen? Okay, ich sehe gerade gar nichts. Wobei doch, sieht aus wie eine 80. Aber schwer zu sagen. Was halt bei so weit geil wäre, ist, wenn man hier beim Fotomodus einen manuellen Exposure hätte. Wo man sagen könnte, ich will halt, dass das heller ist oder dunkler. Ne? Wie bei einer Handykamera. Da kann man ja auch den Exposure, also die Helligkeit. Oder besser die Belichtungszeit einstellen. Ja genau, ist für 80. Da mag ich 80. Oh, da die Waldfee. Direkt Foto machen. Sieht aus wie so Feuerzeug. Lol. Übrigens können wir mal hier das anmachen. Aha. Blicky Linky. Aber auf die 80 kommen wir, ne? Kilometer. Das werden ein paar Folgen werden. Also guck mal, die nächsten 8 Folgen, also jetzt die 2 Folgen jetzt sowieso, 3 Folgen, kommen noch 3 Folgen, also kommen noch 2 Folgen jetzt in der Aufnahmesession. Werden wir locker damit beschäftigt sein, keine Frage. Aber selbst mit der nächsten, wie viel schaffen wir? Wir schaffen 400 Kilometer pro Folge oder wieso, was war das doch, ne? Teils, wir bräuchten, ja, Stand jetzt so ungefähr 8 Folgen. Wieder zusammenbricht.
Und nein, die Klettergänge würden uns hier gar nichts bringen. Weil wir fahren ja bereits fast 80. Klettergänge bringen uns nur was beim Anfahren. Also wo wir Probleme haben könnten jetzt mit dem Getriebe, ist, wenn wir zum Beispiel, warum auch immer, auf einer Autobahnauffahrt stehen bleiben müssten. Und da dann wieder anfahren müssen. Das wäre wahrscheinlich, ich meine, bei 40 Tonnen geht es wahrscheinlich noch problemlos mit dem ersten Gang. Aber gerade wenn wir jetzt wirklich diesen 70 Tonner Fracht Auflieger da nehmen, also die 70 Tonnen Fracht nehmen. Das wird selbst im ersten Gang wahrscheinlich schon echt bissig, bei so einer Autobahnauffahrt da hochzukommen. Also aus dem Stand heraus. Das klingt sehr spaßig. Warum fahren wir nicht in der Mitte? Warum fährt der eigentlich links? Gibt es hier in der Türkei kein Rechtsfahrgebot oder was? Oder gibt es hier ein Rechtsfahrverbot? Oh ja! Wir haben gerade Geld bekommen. Wobei wir hatten schon davor über 100.000 dran sein. Egal, wir haben eh nur 94.000 pro Dings, der Bumster. Wuhu! Weißt du was? Kann ich hier gleich mal nochmal so. Haben wir noch ein bisschen mehr Geld über? Yeah, wir haben wieder 25.000. Geil! Wie sieht es eigentlich überhaupt gerade bei den Mitarbeitern aus? Hallo? Da. Die müssen. Ausgeglichen alle. Die haben alle. Oh, ja, siehst du? Ja, eben. Die kann ich auch einmal umstellen hier. Ausgeglichen. Ausgeglichen. Okay, die müssen noch. Hä? Was mache ich hier gerade? Mann! Das da. Wobei. Mache ich die nochmal Fernfahrer für das eine Level oder scheiße ich einfach drauf? Ich mache nochmal Fernfahrer. Ach ja, genau, wir haben ja. Nevermind, genau. Wir hatten ja einen neuen, weil wir ja auf die andere Garage umgezogen sind. Und jetzt hier bei der einen Garage ein Platz frei geworden ist. Genau. Deswegen haben wir jetzt den einen. Oder die eine, die hier noch gar nichts hat. Also fast gar nichts. Alle anderen sind hier Fernfahrer oder da oben ausgeglichen. Also das Gegenteil von mir. Ich bin überhaupt nicht ausgeglichen, Junge. Ich bin gerade sowas von. Was ist das für ein Lied? Digga. Macht mir Angst. Okay. For my sanity. Stunden. Oh, wir haben aber auch 90 Stunden. Ja, das brauchen wir aber auch, weil eben wir haben gerade 40 Stunden Reserve. Bei 50 Stunden müssen wir aber auch viermal pennen. Also, wir haben gar nicht so viel Reserve aktuell. Heieiei. Ich meine, wenn wir die ganze Zeit Autobahn fahren würden. Ne, wir haben hier eine Mautstation. Wir haben überall Maut halt. Okay, jetzt ist auch keine Autobahn mehr. Oha. Heieiei. Ah. Das sieht alles nicht so gut aus. Ach, wir waren hier. Oha. Das wird aber auch ein schöner Knochenjob hier. Da bin ich ja mal gespannt, ob das was wird. Hey. Hey, da sind ja auch ganz schöne Auffahrten und da kann man nicht schnell fahren. Das heißt, mit Schwung einfach hoch geht nicht so einfach.
Oh Mann. Auf einmal bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob es so eine gute Idee war. Ich glaube, wir fliegen, wir werden die Strecke dann später nochmal mit 70 Tonnen. Das klingt realistisch. Was steht hier eigentlich für eine Scheiße? Ach, kann ich kein Schwein lesen. Warum? Das ist halt so die Sache, ne? Sobald du halt... Ey, was ist hier los? Sobald du halt einmal auf so einer Wiegelstation warst, wirst du halt immer rausgerufen. Oder rausgewunken. Nur weil du einmal raufgefahren bist. Denken sie gleich, ach, mit dem können wir was machen. So ein Opferverein hier. Deswegen fahre ich ungern auf Wiegelstation rauf. Keine Ahnung, ob es ein Bug ist oder ob es wirklich so vom Spiel gewollt ist. Weil realistisch ist es natürlich nicht. Weil realistisch ist es reiner Zufall, ob du rausgewunken wirst oder nicht. Das heißt, es wäre unabhängig davon, ob du davor rausgewunken wurdest oder nicht. Oh, Dämmerung. Ach, jetzt dämmert es mir auch. Ja, Licht, Sonne. Da. Oha, da vorne geht aber hart raus. Wir beschleunigen. Oh mein Gott. Dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Warum versucht der LKW auch im zweiten Gang zu beschleunigen? Ei! Digga! Was war das für eine Aktion? Habt ihr gerade im linken Rückspiegel gesehen, was das für eine haarscharfe Nummer war? Alter, was ist los mit dem Typen? Boah, sieht das geil aus. Da ist das schon fucking epic. Hey, was ist denn für LKW? Und auf dem Schild hier gerade vier Busse und Autos. Ach nee, halt, für die ist verboten. Darunter, blau, LKW. Also, wir müssen hier rein. Okay, gut. Dann ist ja alles in Ordnung. Hä? Achso. Nevermind. So, links oder rechts? Das ist hier die Frage. Aua, aua. Was für ein Aufliegerheiler? Einfach mal links. Aua, aua. Wenn ich grün habe, warum geht die Schranke nicht auf? Ah. 74 Tonnen. Das ist ein bisschen viel. Aber schon krass, ne? Um 40 Tonnen Nutzlast zu tragen, brauchst du selber fast genauso viel. Das ist schon heftig.
Ah, da vorne könnten wir gleich tanken. Brauchen wir natürlich nicht. Wir brauchen gar nichts, Bitches. Ey, hör mal auf, hier Roblox zu spielen, du Pisser! Ey! Zeig mir deine Titten! Ey, boy! Show me what you got! Ist die Schranke schon offen? Nee, noch nicht. Aber, hä, was muss ich denn jetzt hier machen? Achso, da ist rot. Hä? Ich verstehe gerade die Welt nicht mehr. Was müssen wir hier machen? Muss noch weiter vorfahren? Hier ist aber auch nur zwei bitte hier halten Schild oder sowas. Ah ja, jetzt geht's auch. Ich sag's euch, diese Türken, ne? Die haben's echt nicht in der Birne. Und schon habe ich eine gesamte Nation auf mich aufgehetzt. Nice job, Honey. Nice job. Rückkontrolle erfolgreich abgeschlossen. Sie können weiterfahren. Ich fühle mich verstrahlt. Und vor allem mal jetzt hier. Alter Schwede, ey. Oh mein Gott. Ah, kurz nach. Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Nach da müssen die LKWs. Nach da müssen die LKWs. Und nach da müssen die LKWs. Erstens. Hier können eh nur LKWs langfahren. Alle anderen Fahrzeuge fahren dort hinten vorbei. Weil die wurden schon am Anfang rausgefiltert, ne? Da war ja LKWs, das blaue Schild, nur da lang, alle anderen da. Also erstens können die eh nur LKWs langfahren. Und zweitens können die LKWs eh überall langfahren. Weil da sollen die LKWs langfahren, da sollen die LKWs langfahren und da sollen die LKWs langfahren. Also warum zum Teufel macht man da extra Schilder hin? Das ist wie wenn du auf einer einspurigen Landstraße, wo du eine Spur hast, sagen kannst, bitte hier langfahren. Oder wenn du einfach mitten auf so einer Landstraße so eine Schilder ran machst, wie bei manchen Kreuzungen, dass du nur geradeaus weiterfahren darfst. So, why? Why are you doing this? Ich sag's ja. Nicht echt nicht die hellsten, die Leute. Sollte nicht mal ein Beispiel an mir nehmen. Oh. Wo kommt denn der her? Kann man spawnen die? Liegt die mir doch gerade frei. Ich meine, ich habe nicht drauf geachtet, aber. Ich schätze mal, dass er frei war. Ach ja. Ist schon alles ein bisschen verrückt hier. Schöne Ringrinnen hier überall. Gefällt mir. Oh, Solarstrom. Der grüne Energie.
Gut, macht ja Sinn, weil ich ja alles andere auch grün, ne? Stell mal vor, die hätten die rote Energie. Wäre ein bisschen dumm. Aber hey, kriegt die 70 eigentlich gut gehalten, ne? Das wird immer ein bisschen bergauf geht. Ist schon echt nicht schlecht, das Ganze. Boah, hier war ja schon eng. Boah, Alter, wie sich der LKW gerade geneigt hat. Nicht gesund. Rechts halten und dann bleiben sie immer geradeaus. Yeah, da guckt euch diesen LKW an. Wupp, wupp. Immer geradeaus. Centre Police. Kannst vielleicht gucken, wo ich hinfahre, gell? Zumindest bei der Kreuzung. Sonst nicht so unbedingt, aber... Yeah! Wuhu! Alle! Blöden Bäume, Alter! Die hack ich gleich mal ab hier. Sowas kommt davon, wenn du Solarstrom feierst. Kommt direkt jetzt die Bäume an und wollen mit dir tanzen. Ab heute nur noch Atomstrom. So. Denn dieser ist so schön, da bin ich direkt am Strahlen. Der wird doch nie alt. Oh, gleich haben wir wieder Autobahn, können wir schon Beauty Shots machen. Warum ist das Vorfahrtsschild hinter der Kreuzung gerade gewesen? Habe ich etwa hier auf der Brücke Vorfahrt? Biege nach links ab. Da auch schon wieder, nach der Kreuzung. Hä? Was soll das bedeuten? Oh, ist gerade auf der falschen Spur, by the way. Naja. Ich habe sowieso eins gelernt. In der Türkei nichts mit der Fragen. Die Mautstelle gerade eben hat mir voll nicht gereicht. Oh, jetzt soll ich jetzt richtig schön Beauty machen hier, Alter. Oh, guck mal das an, ja, LKW, Alter. Das ist ein LKW. Man kennt ja dieser LKW mit einer Hinterachse. Einfach mal 40 Tonnen. Da ist schon ordentlich. Ah, schon echt krank. Wenn man sich mal nachdenkt. Ich sag mal, haben wir jetzt hier eigentlich mal ein bisschen gerade Strecke? Ich will mal gerne gucken. Oh ne, haben wir nicht. Schade. Hätte gerade mal gucken wollen, wie schnell wir mit dem Auflieger fahren können. Also, welche Geschwindigkeit wir erreichen. Also, wenn wir davon eh wieder runter müssen, dann rolle ich lieber aus. Spart Sprit. Und Sprit ist teuer. These days. Mittlerweile bei den aktuellen Spritpreisen. Und es sich sogar fast wirklich, wenn man anfängt, als Privatperson, wenn du einen LKW hast mit einem Tankauflieger, Tankgeschäfte zu machen. Also irgendwo den LKW einfach mal vollpumpen zu lassen an der Tankstelle und den dann woanders zu verkaufen. Was? Oh. Hat er gerade zu stark gegengelenkt. Boah, eben, ich bin nicht innen gegengekommen. Ich muss wahrscheinlich außen gerade gegengekommen sein. 3% Schaden, Alter. Leck mich am Arsch. Okay, die Ware ist noch heile. So, wir parken gleich mal. Hier ist gerade so eine schöne, gute Stelle. Boah, Alter, wieder wackelt. Hey, warum parke ich? Wie viel fehlt noch 5 Minuten?
Egal, jetzt chill ich gerade eh schon. Ist die Folge halt ein bisschen kürzer. Sobald meine Kopfhörer auch gerade angefangen haben zu meckern mit Batterie low. Von daher. Vielleicht ganz gut. Mache ich mal ein bisschen Pause. Bis zu den nächsten zwei Folgen. Kann meine Kopfhörer ein bisschen laden. Und dann, ja, sehen wir uns dann wieder. Oder ich mache allgemein schon Feierabend und mache den jetzt schon direkt. Scanner Talk Driving Simulator. Mal gucken, wie lange meine Kopfhörer zum Laden brauchen. Ob ich noch Bock habe, heute noch aufzunehmen oder so oder wer oder wieder was. Bis dann.